Hi und willkommen zu meinem ersten Vlog. Gestern habe ich ja mein allererstes Video hochgeladen und habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, dass einige Bekannten auch vorbeigeschaut haben und mich unterstützen. Genau, und heute wollte ich auch schon meinen ersten Vlog starten. Leider wird nicht viel passieren können, da ich zurzeit in Quarantäne Ich bin. habe zum zweiten Mal in einem Halbjahr einen positiven PCR-Test. Das macht aber nichts, denn mir geht es schon viel, viel besser. Genau, ich habe auch heute schon ein bisschen was vor, denn ich muss ja vieles nachholen. Da ich jetzt die Tage eigentlich nur im Bett lag, mich ausgeruht habe, da ich doch ein bisschen krank war. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. So, ich habe meine Sachen erledigt. Jetzt möchte ich meine Nägel selbst machen, denn ich mache sie immer mit UV-Lack oder Shellack selbst. Da ich so einige Sachen habe, bisschen viele vielleicht. Und so sieht es hier meistens aus. Mein iPad, da gucke ich halt einfach immer einen Film oder eine Serie drüber, damit mir nicht langweilig wird. Dann die LED-Lampe. In der Tüte sind meine Werkzeuge drin, halt das Übliche eigentlich, so Fallen, Buffer, genau, einige Pinsel. Dann in der Kiste meine ganzen Lacke, die ich zurzeit verwende, mit einem Cleaner. So, ich habe meine rechte Hand jetzt vorbereitet. Ich habe den alten Lack abgemacht und die Nagelhaut bearbeitet, entfettet, gebuffert. Schon, genau, habe ich schon erledigt. Und jetzt fange ich eigentlich an mit dem Lack. Ich kann mich immer noch nicht mit der Farbe entscheiden. Aber ich glaube, ich gehe diesmal wieder ins Natürliche und werde die wieder Weil natürlich es machen. fällt dann nicht so auf. Ich mag das zurzeit ein bisschen unauffälliger aufgrund meiner Zu der Krankheit. Krankheit kommt aber sehr, sehr wahrscheinlich noch ein Video. Und dann erzähle ich ein bisschen Ich bin mehr. mit der rechten Hand fertig und habe mit der linken Hand angefangen, beziehungsweise ich habe schon alles vorbereitet. Da wird jetzt auch wieder nur der Lack aufgetragen, die Farbe, beziehungsweise Base, Farbe und Topcoat. Und dann bin ich auch schon fertig und kann dann schon mit der nächsten Sache anfangen. Ich weiß aber noch nicht, was es sein wird. Ich habe mich eben abgeschminkt und werde mich auch schon ins Bett legen und anfangen, das Video zu schneiden, weil ich es heute noch rausbringen möchte. Ja, der Tag war etwas langweilig, passiert aber auch mal. Ja, bin halt in Quarantäne, kann nicht viel machen und hoffe aber, dass ich morgen mehr machen kann, weil ich möchte morgen mich eventuell schon raustesten. Kommt natürlich auf den Schnelltest an, ob der negativ sein wird. Aber wenn ja, habe ich auf jeden Fall was vor und dann filme ich das auf jeden Fall auch mit. Deswegen bleibt gespannt.